Guten Abend, herzlich willkommen in unserer Veranstaltung Wachstumsmarkt China. Was sind die Herausforderungen? Ich denke, ein Thema, was im Moment sehr, sehr aktuell ist. Zur Tagesordnung, ich übergebe gleich an den Professor Weber, der Sie begrüßen wird für die Peter Drucker Society. Anschließend wird Sie der Dr. Krause begrüßen für die Info. Und danach wird Herr Zenglein, den ich hier ganz herzlich als unseren Gast begrüße, wird er seinen Impulsvortrag halten. Danach ist vorgesehen, dass wir über die Themen diskutieren. Dazu werde ich Ihre Fragen aus dem Chat verarbeiten, gegebenenfalls aus dem Plenum heraus und natürlich auch aus dem Mentimeter heraus. Also nochmals herzlich willkommen von meiner Seite hier in unserer heutigen Veranstaltung und damit übergebe ich an den Professor Weber. Ja, Bitte, danke, Herr Herr Professor. Hermann. Ja, herzlich willkommen bei unserer Veranstaltung heute mit dem Schwerpunkt China. Wir sagen seit einigen Jahren intern in unserer Druckergesellschaft, wir sprechen vom chinesischen Jahrhundert. Und erstmal herzlichen Dank an Herrn Dr. Max Zenglein, der Chefökonom vom Mercator Institute for China Studies, dass Sie heute Abend den Impuls geben und mit uns diskutieren. Sie sind für Chinas, Ihre Schwerpunkte liegen in Chinas Wirtschaftsentwicklung, in den Handelsbeziehungen, in der Industriepolitik. Sie waren zuvor bei der Außenhandelskammer in Beijing tätig als Economic Analyst, insofern absolute Sachkompetenz für dieses Thema. Zu uns vielleicht, warum sind wir so spät erst? Das ist eigentlich schade. Wir hätten in der Peter Drucker Gesellschaft schon 2018 einen CEO-Kongress organisieren wollen. Der ist deswegen nicht zustande gekommen, weil die deutschen CEOs zu wenige waren, die da mitgemacht haben. Also von Asien, Ostasien, China hätten wir Interesse gehabt. Also wir sind seit 10 Jahren an diesem Thema dran. Wir waren auch mehrere Male dort bei Veranstaltungen in China. Und insofern freuen wir uns zum ersten Mal, dieses Thema als Roundtable hier zur Veranstaltung gleich schon als kleine Vorankündigung. Am 12. November bei unserem Purpose Summit, Peter Drucker Purpose Summit, werden wir auch das Thema weiter vertiefen in einem englischsprachigen Schwerpunkt am Morgen mit asiatischer Beteiligung, mit chinesischer Beteiligung auch und am Nachmittag auf Deutsch. Also insofern schon ein kleines Willkommen auch für diese Veranstaltung am 12. November mit diesem Schwerpunkt weiter zur Vertiefung. Wieso hat Peter Drucker irgendwas mit und die Peter Drucker Society auch mit China zu tun? Peter Drucker war in den 1980er Jahren und später auch in den 1990er Jahren in China und hat dort Chinese Entrepreneurs beim Management Development mehrfach besucht und mit ihnen zusammengearbeitet. Wenn wir, sagen wir mal, als Peter Drucker Society oder auch diejenigen, die mit diesem Hintergrund über Management nachdenken, sagen wir mal, die Weltkarte angucken, dann ist das Land mit der höchsten Resonanz auf Peter Drucker China. 400.000 Webseiten gibt es auf Chinesisch mit Inhalten zu Peter Drucker. 400.000. 382 Bücher sind in China, wenn Sie dort sozusagen im Buchmarkt dort nachschauen. Über Drucker oder auch die Bücher von Drucker, alle natürlich übersetzt ins Chinesische. Zum 100. Geburtstag von Peter Drucker 2009 hat in Europa ein Kongress stattgefunden mit über 1000 Leuten in Wien, der Geburtsstadt von Drucker. In China haben 6 Kongresse mit zwischen 10.000 und 15.000 Menschen stattgefunden. Insofern haben wir eine interessante, sagen wir mal, zwei Themen. Das Nebenthema heute ist durchaus auch, und am 12. November, China ist sehr stark an dieser Art über Management nachzudenken, daran interessiert. Einerseits von der Frage des Strategischen, des Geschäftlichen, aber auch in der Frage des, sagen wir mal, Management-Philosophischen. Wir selbst waren auch an einem Kongress, zum Beispiel in dem Weltkongress der Philosophie, wurden von einem chinesischen Philosophen in das Land geholt, der 23. Weltkongress der Philosophie. Auch dort war übrigens in diesem Philosophiekongress, nicht nur in der Ökonomie, sondern an der Philosophie, hat Professor Du Weiming
über Drucker und über die Confucian Entrepreneurs gesprochen und dies debattiert. Also Learning to be Human war das Stichwort dieses Kongresses und auch der Bezug zu Drucker. Erstaunlich. Insofern meine persönliche Bemerkung zu diesem Thema. Ich habe sehr großen Respekt zu dieser Gesellschaft, zu dieser Kultur. Seit 2500 Jahren debattiert man in China über die Prozesse des Organisierens. Denkt darüber nach, wenn unsere Peter-Drucker-Freunde uns in Deutschland besuchen, auch einer dieser anderen Confucian Entrepreneurs, dann wandeln wir auf deren Interesse hin auf Hegels Spuren in Stuttgart und Tübingen über das Thema Freiheit und Gleichheit. 2005er Jahre debattiert man das in China. Natürlich haben wir es jetzt in das Thema heute, die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert. Damit haben wir es zu tun. Und insofern die geopolitischen Herausforderungen, das Denken, Umdenken im Management, das ist unser Thema. Natürlich auch für die vielen Tausenden von Praktikerinnen und Praktikern, die dort mittlerweile 1500 Firmen allein Niederlassungen in der Nähe von Shanghai und Yangzhou haben. Das ist absolut das Umdenken findet statt. Die Praxis vor Ort ist da. Umgekehrt sind die chinesischen Investitionen in Deutschland und Europa etwas zurückgegangen. Aber Dr. Zengland wird dazu gleich mehr sagen. Also von daher, ich freue mich auf den Abend. Von unserer Seite her, wir sind sehr, sehr froh, endlich dieses Thema hier in unseren Roundtables zur Debatte zu bringen. Und damit übergebe ich an Herrn Dr. Brause von Infro, unser Partner der heutigen Veranstaltung. Herr Dr. Brause. Ja, vielen Dank, Herr Professor Wieler. Vielen Dank auch an Herrn Doppler zunächst mal für die ganze Organisation. Applaus von meiner Seite und wahrscheinlich auch von den Teilnehmern. Mein Name ist Dr. Oliver Brause. Ich sitze dem Institut für Produktionserhaltung vor. Und ich freue mich ganz besonders, dass es gelungen ist, den Herrn Zenglein für heute zu gewinnen, weil er ein außerordentlich spannendes Thema heute zum Besten gibt, aber eben nicht nur im Lichte, dass hier Honig und Milch weiterhin die Wände in chinesischen Landen runterrinnen, sondern dass es auch Entwicklungen gibt, die uns als Europäer mal zum Nachdenken geben müssen. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in China als bestimmendes Organ hat in einem Fünfjahresplan jetzt verkündet, zwei wesentliche Säulen, die ich mir gemerkt habe, die wir vielleicht der Zengler noch erweitern können. Aber was für mich von Bedeutung ist, die Ansage, dass man sich technologisch vom Westen emanzipieren möchte und eigenständiger werden möchte in den nächsten Jahren. Und das Zweite, dass man ganz klar den Anspruch hat, die unumschränkte Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten zu werden. Und es sind beides Dinge, die uns als exportorientiertes Land an der einen oder anderen Stelle Probleme bereiten werden. Ganz besonders möchte ich noch darauf hinweisen, dass das Mercator-Institut mit kleiner Studies sich mit Sanktionen des chinesischen Auswärtigen Amts ausgesetzt fühlt. Vermutlich wird der Zengel auch kurz dazu mal Stellung nehmen, wie es dazu gekommen ist, was ihr Böses gemacht habt, dass die euch nicht mehr haben wollen. Und ja, und dann hoffe ich, dass wir eine fruchtbare Diskussion haben. Eins möchte ich nur anmerken, ich war gestern in Berlin bei einer Veranstaltung der IG Metall und dem BDI. Und dort wurde sehr viel gesprochen über aktive Industriepolitik. Aber es wurde nichts über China gesprochen, wie man sich dazu stellen möchte. Entweder ist der Mammon noch so groß, dass man die Weckrufe noch nicht hört. Vielleicht können auch Sie, Herr Zengland, darauf eingehen. Also, vielen Dank für Ihr Kommen und zahlreiches Erscheinen. Und Herr Zengland, die Bühne ist Ihre. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich werde Ihnen nicht viel zum Management sagen können, aber hoffentlich als Volkswirt etwas zu dem Kontext, in dem Management in China stattfindet. Und in Anbetracht der zunehmenden Bedeutung und auch schon der Bedeutung, die China für die globale Weltwirtschaft hat, ist das sicherlich ja von Interesse. Und in dieser dynamischen Zeit, in der wir uns begegnen, ist es nochmal eine ganz eigene Herausforderung, sich mit den Entwicklungen auseinanderzusetzen.
Und es ist auch durchaus eine Schwierigkeit, in gewisser Hinsicht zumindest auch die richtigen Einschätzungen zu treffen. Ich würde vielleicht erst mal anfangen, den Kontext der chinesischen Wirtschaft. Und so subtil es klingt, hat man, ich glaube auch, nur es gibt vielleicht auch noch Leute hier in Europa oder im Westen, die der Meinung sind, das chinesische System wird sich durch den Öffnungs- und Reformprozess dem westlichen liberalen marktwirtschaftlichen System anpassen. Ich glaube, das haben jetzt mittlerweile auch relativ viele verstanden, dass das nicht ganz so ist, sondern eher in einem chinesischen Kontext stattfindet. Und China hat ein sehr rasantes wirtschaftliches Wachstum oder über die letzten Dekaden hingelegt und hat auch sehr davon profitiert, Marktzugänge zu haben, Zugang zu Technologie zu haben. Wenn man sich die Wachstumszahlen etwa anguckt von China, wann die chinesische Wirtschaft wirklich richtig angefangen hat, durch die Decke zu schießen, war das nach dem WTO-Beitritt. Und man sieht vor allem um 2005, 2006, dass die chinesische Wirtschaft rapide gewachsen ist und dann auch dieses Wachstumstempo gut für 10, 15 Jahre aufrechterhalten hat. Seit circa 2014, 15 gibt es diese Umstellung auch im Wachstumsmodell. Also das heißt, man verabschiedet sich von den hohen Wachstumszahlen, was rein arithmetisch auch einfach dadurch geschuldet ist, dass China mittlerweile eben so eine Größe hat. Und das heißt, selbst wenn China bei diesen niedrigeren Wachstumszahlen von, ich meine, sei es um die 6%, addiert China in den absoluten Zahlen immer noch immense Zahlen zur globalen Weltwirtschaft. Ich habe jetzt keine aktuelle Zahl davon, aber vor ein paar Jahren hatte ich mal die Berechnung gemacht, wenn China noch irgendwie um 7%, 6% wächst, dann fügt es jedes Jahr die Größe der Volkswirtschaft etwa der Türkei hinzu. Also es ist ein massives Land, keine Frage. Trotzdem muss man sich, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen, wo steht China? Und auch hier sollte man sich nicht allzu sehr davon leiten lassen, was die Größe der Volkswirtschaft an sich sind, sondern die Bemessungsgrundlage ist ja auch noch das BIP pro Kopf, also das Pro-Kopf-Einkommen. Hier ist China noch weit davon entfernt, das Niveau Deutschlands oder der EU oder der USA zu erreichen. Und das zeugt auch davon, den Herausforderungen, die China noch bevorstehen. Also bei allem Erfolg, den China über die letzten Jahre hat, muss man sich, glaube ich, auch wieder vor Augen führen, welche Herausforderungen China noch bevorstehen. Und die Falle der mittleren Einkommen sind auch schon viele andere Länder eingefallen. Ich glaube nicht, dass das für China wirklich der Fall sein wird, weil einfach die Konstellation eine ganz andere ist. Aber trotzdem, diese geradlinige Entwicklung, die China über die letzten Dekaden gemacht hat, auch im Zuge der Reform- und Öffnungsprozess, ist nicht zwingend gegeben, dass alles so ohne Probleme vonstatten geht. Und die chinesische Regierung ist sich dessen komplett bewusst. Und seit 2000, also für mich ist immer so dieser Knackpunkt, für 2013 hat man begonnen, sich von diesem alten Wachstumsmodell zu verabschieden. Man hat verstanden, dass das von Export- und investitionsgetriebene Modell ja am Auslaufen ist und man das Wachstumsmodell umstellen muss. Man hat begriffen, dass das Wachstumsmodell bei allem schnellen Wachstum auch von Ineffizienzen geprägt war. Und insbesondere ging es darum, dass staatseigene Betriebe unrentabel waren. Es gab Aufbau von Überkapazitäten. Es gab eine massive Verschuldung, die auch sehr schnell über die letzten Jahre angewachsen ist. Und das hat man erkannt und man hat begonnen, das anzugehen. Und um 2013 gab es auch im sogenannten dritten Plenum die Bekenntnis zur weiteren Stärkung von Marktmechanismen. Und das wurde auch als ein Signal gesehen, dass sich jetzt China, zumindest als in einer positiven Interpretation aus dem Westen, dass sich jetzt China noch mehr liberalisieren wird. Und vielleicht noch die letzte Hoffnung war noch da, dass sich China einem westlichen liberalen Wirtschaftsmodell anpassen würde. Nun, das ist allerdings aus meiner Sicht eine Fehlinterpretation gewesen, denn die Marktmechanismen müssen eben in den Kontext des chinesischen Modells gesehen werden. Und es geht darum, die Marktmechanismen zu stärken, aber eben das chinesische System oder das chinesische Wirtschaftsmodell zu optimieren. Und das ist im Zentrum weiterhin von einer Art Staatskapitalismus
geprägt, mit einer ganz besonderen Rolle natürlich auch für die kommunistische Partei. So, das heißt, die Liberalisierungs- und Stärkung von Marktmechanismen zielen auf zum Beispiel im Bereich der Zinsliberalisierung, versucht man die Allokation von Kapital durch Marktmechanismen zu stärken, denn man möchte eben diese ineffizienten Allokationen zu Betrieben hin, die nicht innovativ oder profitabel sind, in einer gewissen Weise eindämmen. Gleichzeitig wurde allerdings auch gesagt, dass Staatsbetriebe weiterhin eine zentrale Säule der Wirtschaft sind. Und das sieht man jetzt auch, dass es weiterhin dieser Misch aus starken Staatsbetrieben und eben Stärkung von Marktmechanismen wiederum in diesen Kontext. Und ich glaube auch, die Limitation, warum China auch zunehmend weniger Interesse daran hat, sich dem einem liberalen, demokratischen, wirtschaftlichen System anzupassen, liegt auch daran, dass man durch die letzten Krisen relativ gut gefahren ist. Und man bedenke, die Finanzkrise 2008, 2009, hat man sicherlich auch darauf geguckt, dass man stabil durch diese Krise kommt, während im Westen und in anderen Ländern die Krise deutlich härter eingeschlagen ist. Die aktuelle Pandemie ist ein weiteres Paradebeispiel davon, zumindest auch aus Sicht der Kommunistischen Partei, dass man eher verstärkt und noch selbstbewusst auf das eigene System guckt und insofern ja eingeschränkt und selektiv in der Handhabung von wirtschaftlichen Modellen oder Ideen aus dem Westen umgeht. Und vielleicht der wesentliche Punkt hier, wenn es darum geht, die chinesische Wirtschaft zu optimieren oder das chinesische Wirtschaftssystem zu optimieren, ist, dass es ging nie darum, dass China ein Wirtschaftsmodell haben wird, wie wir es hier in Deutschland kennen oder in den USA, sondern eben ein chinesisches System, das jetzt auch zunehmend mit diesem Selbstbewusstsein auch beginnt, in einer gewissen Art und Weise als eine Art Konkurrenz für das westliche, soweit man es sagen kann, Modell zu werden. Das heißt, und auch in vielerlei Hinsicht, wenn man mit gewissen Themen oder auch im Umgang, im Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen oder gehandhabt hat, da war das meistens im chinesischen Kontext gesehen. Das heißt, wenn zum Beispiel einige Wirtschaftsbereiche für ausländische Unternehmen geschlossen waren oder man eben mit Staatsunternehmen in Wettbewerb treten musste, dann war die Konkurrenz überwiegend im chinesischen Markt, noch nicht auf den Drittmärkten oder eben auf den Heimatmärkten. Diese Auswirkungen machen sich oder beginnen sich jetzt spürbar auch auf Deutschland, auf Europa auszuwirken. Und das führt, glaube ich, auch hier in Europa wiederum zu einem Umdenken. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist zu verstehen, wenn man auch auf die chinesische Wirtschaft guckt, und auch hier ist 2013 ein guter Punkt oder ein guter Startpunkt, ist, dass die Kommunistische Partei durchaus den Machteinfluss auf die Wirtschaft ausweitet. Und das ist so in gewisser Art und Weise, sieht man da vielleicht einen Widerspruch. Wie kann man denn die Wirtschaft in gewisser Art liberalisieren und Marktmechanismen stärken, während zugleich die Partei die Kontrolle über die Wirtschaft ausweitet? Ich denke, im chinesischen Kontext ist das kein Widerspruch, sondern man sieht das eher als ein Instrument, mit Spekulationen umzugehen und den Marktmechanismen gewisse Grenzen aufzuzeigen. Und in meinen Beobachtungen hat es in den letzten Jahren ganz deutlich zugenommen, vor allem in den letzten 2 Jahren. Ich habe das Glück und den Spaß, auch mich viel mit Jahresberichten von chinesischen Unternehmen auseinanderzusetzen. Und es geht erstmal immer los mit den letzten Weisheiten der Ideologie des chinesischen Staatspräsidenten. Das heißt also, das wird auch von Unternehmen verinnerlicht. Jetzt kann man debattieren, wie viel ist da nur auf dem Papier und wie viel wird davon tatsächlich gelebt. Aber ich denke, es setzt schon ein wesentliches Zeichen. Und ich zumindest bei großen Unternehmen, bei Technologieunternehmen, bei wirklich strategisch relevanten Unternehmen, wird man immer diese Gratwanderung machen müssen zwischen wirtschaftlichen Entscheidungen und der Kommunistischen Partei nicht in die Quere zu kommen. Und auch hier sieht man aktuell Bewegungen,
wie die Partei auf die Privatwirtschaft Einfluss einnimmt. Und in vielen Bereichen, das ist auch eine große Stärke Chinas, gibt es sehr viel auch regulatorische Zurückhaltung und Unternehmen und Märkte können sich sehr dynamisch entwickeln. Und ein Bereich davon war zum Beispiel im Bereich von Fintech, also der digitalen Zahlungssysteme zum Beispiel. Und das war zunehmend von chinesischen privaten Unternehmen dominiert und ganz vorneweg ist da, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, das Beispiel von Ant Financial, das im Ende letzten Jahres eine der größten Börsennotierungen hätte sein sollen und Tage vor der Listung wurde die Börsennotierung abgesagt, weil es eben Differenzen mit der Partei gab. Oder beziehungsweise die Partei das nicht gewünscht hat. So, das heißt, da gibt es Konflikte und die in einer gewissen Art und Weise auch die Innovationskraft oder diesen Freigeist, diesen unternehmerischen Freigeist, den es in China ohne Frage gibt, vielleicht zunehmend in die Schranken weisen. Und ich bin sehr gespannt, in den nächsten Jahren zu beobachten, in welche Richtung das geht und wie China diese Gratwanderung hinbekommt, einerseits die politische Kontrolle über die Unternehmen auszuweiten und gleichzeitig diesen innovativen Unternehmensgeist der Unternehmen zu bewahren. Und ich denke, ein wichtiger Grund auch, warum es diese stärkere Einflussnahme geht, und ich sage jetzt nicht, dass jedes Unternehmen sich der Partei unterwerfen muss oder überhaupt von Interesse der Partei ist, sondern es geht darum, dass im Gegensatz zu den letzten Dekaden eben private Unternehmen jetzt auch in strategisch relevanten Industrien tätig sind, die Führung in den letzten Dekaden vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. So, in den vergangenen Jahren ging es darum, in der Schwerindustrie, im Automotive-Bereich, im Flugzeugbau stark zu sein. So, das heißt, diese Technologien, diese neuen Zukunftstechnologien, künstliche Intelligenz oder auch die Digitalisierung im Maschinenbau, das waren alles Themen, die in der Form gar nicht auf den Schirm waren. Und da beginnt man jetzt eben die privaten Unternehmen, die aus unternehmerischen Entscheidungen in diese Industrien eingetreten sind, beginnt man jetzt auch zunehmend in die Erreichung von nationalen Zielen einzubinden. Insofern ändert sich auch für diese Unternehmen rapide der Kontext. Und ich hatte es angesprochen, trotz allem Erfolges, den China hatte über die letzten Dekaden, beginnt China jetzt eine neue Entwicklungsphase und aus meiner Sicht eine der kritischsten. Man hatte sich 2010 zum Ziel gesetzt, bis 2011 das BIP und das Einkommen vom Niveau von 2010 bis 2021 zu verdoppeln. So 2021 ist das 100. Jubiläum der KP. Das heißt, das war auch ein politisch motiviertes Ziel, das zu erreichen. Man hat es erreicht. Und jetzt, wir haben es auch schon gehört, gibt es den neuen Fünfjahresplan, der eben auch noch in diese neue Phase einläutet. Und eine Sache, die chinesische Wirtschaftspolitik durchaus immer auszeichnet, ist ein gewisser Weitblick. Und das Gängigste, das wir kennen, ist sicherlich der Fünfjahresplan. Aber deshalb wollte ich auch das Thema zuvor anbringen. Da war die Verdopplung von 2010 bis 2021. Das heißt, man denkt da schon in Dekaden. Der aktuelle Zeithorizont geht auch weit über den Fünfjahresplan hinaus, sondern er geht auf 2035. Bis 2035, sozusagen das nächste Etappenziel, möchte man ein mäßig prosperierendes Land sein. So, man hat diesmal davon abgesehen, das zu quantifizieren. Man kann es ungefähr annehmen, was das bedeutet. Eine gängige Annahme ist, dass es bis dahin wiederum zu einer Verdopplung des BIPs und des Einkommens sein kann. Da kann man ungefähr abschätzen, auch was das Wachstumsniveau über die nächsten Jahre sein sollte. Das wird dann irgendwie circa 4,5% sein müssen, um das zu erreichen. Aber man versteht auch, es geht nicht darum, nur diese Wachstumsziele zu erreichen, sondern es geht darum, ein qualitativeres Wachstumsmodell einzurichten und sich darauf einzustellen, um die neuen Herausforderungen zu schaffen. Und ich hatte 2035 als ein Etappenziel genannt und das
ist der Grund oder das Etappenziel ist oder das endliche oder das eigentliche Ziel ist 2049 zum 100-jährigen Jubiläum der Volksrepublik, in dem man ja wieder die technologische und wirtschaftliche führende Nation sein möchte. Und wir hatten es eingangs auch schon gehört, was für eine lange Historie die chinesische Zivilisation hat. Und insofern betone ich auch hier auch wieder das Wieder. Das heißt, man sollte nicht unterschätzen, was das für das Selbstbewusstsein oder für das Selbstverständnis in China bedeutet, diesen Zeitraum oder bis zu diesem Zeitraum eben den Westen von Thron zu stoßen und wieder an diese Stelle zu kommen, die man davor über hunderte von Jahren schon eingenommen hat. Also ich glaube, das ist ein sehr großer motivierender Faktor, mit dem vielleicht auch die KP diesen Widerspruch versucht zu überbrücken. Und insofern glaube ich auch, dass das von großen Teilen der Bevölkerung und auch Unternehmen verinnerlicht wird, an diesem Ziel zu arbeiten und dazu beizutragen, dass das Land diese Stellung wieder einnehmen kann. Aber eben diese neue Entwicklungsphase und aus meiner Sicht wirklich kritische Phase findet eben auch zu einem Zeitpunkt statt, in dem China verstärkt internationalen Widerstand erfährt. So, jetzt kann man sagen, das hat mit Trump begonnen. Ich meine, das war oder unter der Trump-Regierung begonnen, dass die Rivalitäten zwischen den USA und China ausgeprägter wurde, dass man davon gesprochen hat, dass es jetzt eine Entflechtung der Volkswirtschaften gibt. Das mag alles sein, dass das vielleicht der Startpunkt war. Allerdings hat sich das zu einer gewissen Art und Weise auch über die Jahre aufgestaut, denn es gab durchaus einige Konflikte, die wie zum Beispiel beim Thema Marktzugang oder nach Intellectual Property, fällt mir jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, geistigen Eigentums oder Schutz geistigen Eigentums und dergleichen, also gängige Themen, in denen sich China vielleicht hat schleifen lassen. Das heißt, es hat auch durchaus einiges an schlechter Laune vielleicht, die sich da aufgestaut hat, auch im Umgang mit China. Nichtsdestotrotz, die Rivalitäten sind ausgeprägter geworden. China hat technologisch aufgeschlossen, hat eben auch zunehmend in Bereichen sich zu einem Wettbewerber etabliert, eben nicht nur in China, sondern auch auf Drittmärkten, sodass auch die westliche Welt, Europa, die Industrienation von neuen Herausforderungen gestellt werden. Und dann gibt es eben diese Thematik über Systemwettbewerb, der jetzt momentan auch unseren Umgang mit China durchaus prägt. Also man hat sich durchaus verabschiedet von diesem Eindruck, dass China schnell wächst und auch deutsche Unternehmen massiv davon profitieren können. Es ist jetzt kommt ein bisschen darauf an, was ist man für ein Unternehmen, in welcher Branche ist man tätig. Und das ändert natürlich auch das Umfeld, in dem China nun diese neue Entwicklungsphase begegnen möchte. Und ein wesentlicher Punkt davon ist natürlich der Fünfjahresplan. Ich hatte es erwähnt, es geht darum, ein hochwertigeres Wachstum, ein qualitativeres Wachstum umzustellen. Und es geht vor allem darum, innovativ und produktiver zu werden. Das ist auch nichts Neues. Das war auch schon in anderen Jahresplänen natürlich drin, denn man wusste, das ist nötig, um technologisch aufzuschließen. Aber es ist eben nur nochmal in einem ganz anderen Kontext, denn es ist nicht mehr gewährleistet, dass man ohne weiteres auf ausländische Technologie zurückgreifen kann. Wir hatten den Fall gehabt mit Halbleitern, wo es Drohungen gab. Es gibt auch Exportkontrolllisten der Amerikaner für gewisse Technologien. Es ist auch in anderen Bereichen, wo das diskutiert wird. Chinesische Investitionen im Ausland werden verstärkt geprüft. Das heißt, dieser Zugang zu dieser Hochtechnologie, auf die China weiterhin noch angewiesen ist, ist in der Form nicht mehr so gegeben, beziehungsweise ist gewissen oder zunehmenden politischen Risiken unterworfen. Und daher kommt auch diese verstärkte Betonung, wir hatten es eingangs schon gehört, nach mehr Autarkie. Und vielleicht sollte ich auch hier nochmal klarstellen, auch das ist kein neuer Begriff in der chinesischen Wirtschaftspolitik. Das erste Mal, meiner Kenntnis nach zumindest, gab es verstärktes Bestreben,
als sich die USA, als sich China mit der Sowjetunion überworfen hat. So, da ging es dann auch nochmal darum, als man nicht mehr auf die Technologie der Sowjetunion zurückgreifen konnte, ging es darum, selbstständiger werden zu können und Technologie selber herstellen zu können. So, das waren andere Zeiten, andere Herausforderungen. Aber insofern ist das jetzt gerade ein sehr prägender Begriff, aber aus meiner Sicht eben wichtig, das ist auch nicht unbedingt neu. Eine große Chance, die China hier sieht, ist im Bereich der Zukunftstechnologien. Und ich würde auch so weit gehen, dass China versucht, die Krise zu nutzen, um in diesen Bereichen der Zukunftstechnologien voranzutreten, um sich in diesen Gebieten als Leitmarkt zu etablieren. Und das hat dann eine ganz eigene Sogkraft auch, um weiterhin Zugang zu Technologie zu haben und auch diese Technologie zunehmend zu prägen. Wir haben eine Ausweitung der digitalen Infrastruktur und ich glaube, ein großer Unterschied zu dem Gerede, was wir hier in Europa haben, ist es, dass es in China tatsächlich umgesetzt wird. So, wir sprechen auch hier über 5G, über digitale Infrastruktur, über Infrastruktur für Elektromobilität, Datennetze. In China, oder China gibt da aus meiner Sicht gerade Vollgas und versucht da die Infrastruktur zu schaffen, die auch nötig ist, um etwa die Fertigung zu digitalisieren, um Smart Cities aufzubauen und sozusagen die Infrastruktur der Zukunft zu bauen. Und China sieht das als eine Chance. Man versteht auch, dass die Investitionen in diese Bereiche von einer gewissen Profitabilität auch geprägt sind. Und vor allem, es geht darum, auch Chinas Wettbewerbsvorteile im internationalen Vergleich hier zu stärken. Denn wenn man das auf die Industrie jetzt nimmt, China sieht sich oder ist einer der größte Industriestandort und das möchte man verteidigen oder eben und eben ausbauen und vor allem auch die Wertschöpfungskette oder einen höheren Teil der Wertschöpfung einnehmen. Und um diesen Begriff der Autarkie oder wie China eben daran herangehen will, das sollte man, glaube ich, auch nochmal differenziert betrachten, denn es geht nicht darum, dass sich China isolieren möchte. Man weiß auch in Anbetracht der chinesischen Historie, dass eine Isolierung von der Welt China eher zurückhalten wird. Bei allen Fortschritten, die China gemacht hat, das ist nicht im Interesse Chinas. Aber man weiß eben, es ist schwieriger jetzt in dieser politisierten Welt den Zugang zum Ausland zu behalten, mit Unternehmen technologisch auch zusammenzuarbeiten. Aber man, auch wenn es darum geht, chinesische Industrie und Unternehmen zu stärken, heißt es eben nicht, dass ausländische Unternehmen aus dem Markt gedrängt werden sollen. So, das kommt natürlich auch auf die Industrie drauf an, aber zumindest im Hochtechnologiebereich geht es einmal darum, technologische Lücken zu schließen, also durch ausländische Unternehmen. Aber es geht auch darum, den Wettbewerb zu stärken. Das heißt, wenn man auch in China mit ausländischen Unternehmen in Wettbewerb tritt, dann trägt es ja auch dazu bei, dass chinesische Unternehmen ja sich verbessern, um dann auch vielleicht im nächsten Schritt global aktiv zu werden. Also das hat man schon verstanden und das ist, glaube ich, auch die Stärke und auch die Rolle, die man Marktmechanismen und Wettbewerb weiterhin oder auf dem man da extrem viel Wert legt. Dieser Kontext allerdings, auch die Unternehmen ins Land zu holen, insofern findet nicht unter dem Kontext einer Isolierung statt, sondern ich würde den Begriff einer Versicherheitlichung verwenden. Das heißt, in einer gewissen Art und Weise will man sich die Globalisierung ins Land holen, denn man möchte nicht Gefahr laufen, von gewissen oder Zugang zu gewisser Technologie oder Lieferketten abgeschnitten zu werden, wie wir es eben durch im Zuge auch der Trump-Administration gesehen haben, wo Zugänge zu Halbleiter versagt wurden oder zumindest angedroht wurden. Aber es gibt ja auch eine Vielzahl von anderen Technologien und Bereichen, auf die China noch vom Ausland abhängig ist. Wenn diese Technologie allerdings im Land stattfindet, ist man eben auch in einer ganz anderen Position. Das heißt, den Unternehmen, die da eine Schlüsselrolle haben, in diesen Bereichen, in denen China
noch nicht technologisch aufgeschlossen hat, da wird der rote Teppich ausgerollt. Und da kommen dann auch diese anderen Themen zum Tragen, die ich angesprochen habe, dass China eben auch massiv in die digitale Infrastruktur investiert, dass man im Bereich von Zukunftstechnologien sich als Leitmarkt entwickelt. Und auch aus unternehmerischer Sicht von einem ausländischen Unternehmen liegt es fast nahe, dass man auch dort zunehmend in moderne Fertigungsstätten investiert, dass man dort in Forschung und Entwicklung investiert. Und insofern passt das dann natürlich auch sehr gut in die chinesische Wirtschaftspolitik. So, was ist jetzt da was sind die Implikationen für Europa, für deutsche Unternehmen hierdurch? Deutschland hat für mich eine gewisse Sonderrolle in vielerlei Hinsicht. Wir lesen viel davon, wie abhängig die deutsche Automobilindustrie etwa vom chinesischen Markt sei. 40-50% der Automobile werden in China verkauft. Allerdings ist es eine sehr wechselseitige Beziehung. Und aus meiner Sicht ist China oder ist Deutschland für China ein ganz essentieller Partner, auch im Zugang zu Technologie. Das geht von Technologie-Forschungskooperationen es betrifft diese Forschungskooperation, aber es betrifft eben auch die Stärken, die Deutschland hat, etwa im Bereich des Maschinenbaus, in der Industrie 4.0 oder Digitalisierung der Fertigung. Das sind alles Bereiche, die für China extrem wichtig sind, auch den Standort China als globalen Produktionsstandort zu stärken. Und insofern, mein Punkt hier ist, dass dass Deutschland für China innerhalb dieser kritischen Entwicklungsphase eine durchaus gewichtige Rolle hat. Denn es gibt Widerstand zwar auch in Deutschland zu gewissen Themen, was China angeht, aber nichtsdestotrotz ist Deutschland gegenüber China noch wesentlich offener und kooperationsbereiter im Vergleich zu anderen Ländern, die eine ebenbürtige oder vergleichsweise Technologie haben. Man bedenke jetzt da zum Beispiel die USA oder auch ostasiatische Partner. Und das heißt, auch im Umgang mit China für Deutschland muss man ja auch sich dieser Stärke bewusst sein und auch China dazu bringen, nicht nur mit Zurückhaltung walten zu müssen, sondern eben auch darauf zu verweisen, dass es auch in Chinas gegenseitigem Interesse ist, diese Beziehung so gut aufrechtzuerhalten. Und diesen Balanceakt aus meiner Sicht muss Deutschland noch lernen mit China. Und ich hatte angesprochen, es gibt diesen internationalen Gegenwind. Wir hören ständig irgendwelche neue Berichte von irgendwelchen Drohungen oder Sanktionen, wie wir sie auch schon gehört haben. Das kann nicht sonderlich förderlich sein im Umgang miteinander. Gleichzeitig sollte eben auch Deutschland weiterhin noch lernen, in gewissen Themen einzustehen und diesen Balanceakt eben hinzubekommen, auch im Umgang mit China. Es wird zweifelsohne auch zu gewissen Art und Weise ein Wettbewerber, auf den man sich einstellen muss. Manchmal ist es da eben auch zu gewissen Reaktionen oder sieht man sich dann zu gewissen Reaktionen gezwungen, indem man sich vielleicht fragen sollte, in welchen Bereichen man mit China zusammenarbeiten sollte, zumindest technologisch, und eben in welchen es vielleicht nicht im Interesse Deutschlands ist unter gewissen Gegebenheiten. Und es macht natürlich so ein bisschen eine schwierige Situation für Deutschland. Wir hatten es, der BDI hat ja schon angesprochen, China ist ein strategischer Rivale. Man hat jetzt immer diesen Begriff zwischen Rivale und Partner. Das zeigt, dass man sich da noch ein bisschen schwer findet, sich auf dieses neue China-Bild einzustellen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich da wieder vor Augen führen muss, ist, dass es dieser Balanceakt keine Entweder-Oder-Frage ist. Ich hatte eingangs auch schon angesprochen, diese Entflechtungsthematik, die aufkam. Entflechtung ist ja, dass man weniger miteinander wirtschaftlich verflochten ist, dass sich Investitionen abgezogen wird, dass die Wirtschafts- oder die Handelsströme reduziert werden. Aus meiner Sicht ist das komplett der falsche Weg. Und man sollte nicht in diesen
Entweder-Oder-Szenarien denken, sondern sich einfach mit der Realität auseinandersetzen und diesen Balanceakt hinbekommen, wen aus meiner Sicht auch Länder wie Japan oder Südkorea, die für die China wirtschaftlich wesentlich wichtiger ist, die mit China in einer ganz anderen, auch geopolitischen Situation stecken, trotzdem hinbekommen. Und davor sollte man dann auch in Deutschland, glaube ich, aus meiner Sicht nicht zurückscheuen. Als letzten Punkt würde ich vielleicht gerne nochmal ansprechen, ist, dass man auch vorsichtig sein musste oder muss, China nicht zu überschätzen. Aus meiner Sicht wurde China, als man von China noch von der Werkbank der Welt geredet hat, unterschätzt. Und zeitgleich sehe ich jetzt, dass man China in einigen Bereichen überschätzt. So, China ist groß, aber in vielen technologischen Bereichen eben noch vom Ausland auch durchaus abhängig. Gleichzeitig finde ich es besorgniserregend, dass man mit einer gewissen Bewunderung auf die Industriepolitik in China guckt. Ich denke nicht, dass das ein Modell ist für Europa. Das heißt nicht, dass man sich in einigen Bereichen eine Scheibe abschneiden kann, aber es geht nicht darum, China zu kopieren. China kämpft mit eigenen Problemen, auch in der Industriepolitik. Ich hatte es angesprochen, Ineffizienzen, Überkapazitäten und dergleichen. Das kann genauso wenig die Lösung sein, wie sich von China abzuschotten und alles plötzlich selber herzustellen. Wir hatten es im Zuge, auch als Covid losgegangen ist, dass alle Masken aus China kommen, die sollte man doch in Europa herstellen. Solche Entwicklungen finde ich ein bisschen fragwürdig. Da muss man ein bisschen unterscheiden, wo ist es wirklich sinnvoll und wo nicht. Wo gibt es strategische Abhängigkeiten, die vielleicht problematisch sind, wo nicht. Aber pauschal zu sagen, dass es in allen Bereichen ist und alle möglichen Abhängigkeiten von China als Gefahr zu sehen, halte ich auch nicht für richtig. Gleichzeitig muss man auch berücksichtigen, dass China viel richtig macht. Ich hatte es angesprochen, man ist dynamisch und offen für auch technologische Entwicklungen und schreitet da voran. Und macht es dann eben auch für die hiesigen Unternehmen attraktiv oder zwingend notwendig, im chinesischen Markt tätig zu sein. Und das oder diese Konkurrenz zwischen den Industriestandorten, wenn man sich auch in die Position von Unternehmen begibt, sollte die Politik hier in Europa aufschrecken, aus meiner Sicht. Denn ich finde, momentan haben wir im Umgang mit China eine Situation, die geprägt ist von der Stärkung von defensiven Mitteln. Ich meine, China macht es in vielerlei Hinsicht auch, aber wir haben neue Investitionsprüfungen, wir haben Maßnahmen, die mit den Subventionen in China umgehen sollen. Also man versucht, diese systemischen Unterschiede in der Wirtschaft durch diese defensiven Mittel anzugehen. So, das hat alles in einer gewissen Art und Weise seine Berechtigung, aber aus meiner Sicht der wirkliche Schlüssel zum Erfolg mit China ist, auch dort in die Offensive zu gehen und sich mehr an die eigene Nase zu fassen zum Beispiel in Europa draufzusetzen, die digitale Infrastruktur zu schaffen und sich der Herausforderungen zu stellen, die China in einigen Bereichen für Europa darstellt. Und damit würde ich es jetzt erstmal gerne belassen und freue mich auf eine Diskussion. Ja, vielen Dank erstmal von meiner Seite. Können Sie noch ein Thema sagen, warum Sie, warum Merix mit Sanktionen belegt wurde? Was ist da vorgefallen? Nun, das ist in dem Kontext zu sehen, dass die EU-Kommission einige chinesische Offiziellen im Zugang zu Xinjiang, also der Provinz mit den Uiguren in China, sanktioniert hat und China dann mit Sanktionen zurückgeschlagen hat, europäische Parlamentarier, auch verschiedene EU-Parlamentsinstitutionen und Forscher und eben uns damit sanktioniert hat. Also insofern, wir haben es nicht direkt ausgelöst, sondern wurden eben von der chinesischen Reaktion wurden wir in Mitleidenschaft gezogen. Das ist ja jetzt ein Thema, wenn man die Spannungen, die im Moment herrschen, sind, wenn man in die Bevölkerung reinguckt, gibt es eine gewisse Unzufriedenheit über die Einhaltung der Menschenrechte in China.
Und die Dinge wurden ja auch in den Themen der Vorgehensweisen der USA sehr stark mit, ja, teilweise mit Handelssanktionen belegt. Könnte uns dort noch mehr drohen? Und die andere Frage ist ja dann auch noch, wie geht es mit diesen CAI-Abkommen weiter? Das ist, wenn ich es richtig weiß, im Moment on hold gelegt. Wird das ein erfolgreicher Weg noch sein oder bleibt man im Gespräch oder wie läuft das weiter? Ja, das ist Teil dieses dynamischen Umfelds, das momentan stattfindet. Ich denke, dass das Thema Menschenrechte und dergleichen, oder auch Umweltthemen, die werden ja in diesen oder in aktuellen Debatten, wenn es um Lieferkettengesetze geht, sind die ja durchaus Teil davon. Wir haben ja auch schon Auswirkungen gehabt, dass einige westliche Unternehmen keine Rohstoffe mehr aus der Provinz Xinjiang nehmen wollten, eben aufgrund von potenziellen Menschenrechtsverletzungen und eben auch Sanktionen oder Regeln oder Sanktionen, die von den USA oder Europa kamen, dass die Unternehmen diese Rohstoffe nicht mehr annehmen wollen. Und dann gab es in China Boykotte und Probleme. Und Unternehmen werden zunehmend in dieser politisierten Globalisierung sich damit konfrontiert sehen, dass man es ja nicht allen recht machen kann. Und es gibt seit neuestem in China auch ein Anti-Sanktionsgesetz. Das heißt, wenn man versucht, gewisse Regeln oder Gesetze aus Europa oder in den USA im Zuge vielleicht von Menschenrechtsverletzungen zu beachten, dann könnten die chinesische Seite da zurückschlagen, weil man sich dort als Instrument der Umsetzung der westlichen oder der europäischen Sanktionen sieht. Also diese Zwickmühle wird für die Unternehmen aus meiner Sicht immer schwieriger werden und macht es umso wichtiger für Unternehmen, in ihrem Umgang auch mit den wirtschaftlichen Beziehungen mit China zu einer sehr guten, nüchternen Risikoanalyse zu kommen. Und das sehe ich durchaus als eine große Herausforderung. Zu dem zweiten Punkt zum Investitionsabkommen. Da bin ich nicht sonderlich guter Dinge, dass das also in diesem Jahr schon gar nicht und in der aktuellen Konstellation kann ich mir das auch in den nächsten Jahren nicht vorstellen, dass das ratifiziert wird. Ich glaube, das war aber auch ein sehr kalkulierter Schritt der chinesischen Seite, denn man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man auch Mitglieder des EU-Parlaments sanktioniert, dass die dieses Abkommen nicht ratifizieren werden. Also insofern bin ich da nicht guter Dinge, dass da irgendwas passiert. Die Frage ist, was sind die wirklichen Auswirkungen? Ich persönlich halte die für sehr überschaubar. Dann noch mal eine Frage. Sie hatten ja diesen Entflechtungsprozess angesprochen. Wie schätzen Sie diesen Entflechtungsprozess ein? Ich meine, auf der einen Seite hat sich Ihre Ausführungen sehr stark in die Richtung fokussiert, China wächst und entwickelt sich zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber, was ja im Unternehmensumfeld etwas Normales ist. Dahinter steht die Wettbewerbslogik und diese Dinge. Es wird ja immer dann kritisch, wenn dort irgendwelche Dinge zum Einfluss kommen, die durch staatliche Lenkung sehr, ich sag mal, letztendlich die Fairness im Umgang miteinander behindern. Sehen Sie da oder auch die Nicht-Einhaltung von Rechten? Das eine sind die Menschenrechte, über die wir gesprochen haben. Es gibt ja auch Handelsrechte und so weiter. Wie sehen Sie denn das in der Balance? Ist das gefährlich für die Unternehmen oder und wo sind die Hauptgefährdungspunkte für die Unternehmen? Also das kann man pauschal nicht beantworten, denn es kommt ganz auf das Unternehmen drauf an, auf die Position des individuellen Unternehmens, auch in welcher Branche man arbeitet. Es gibt durchaus gewisse Bereiche, wo der Wettbewerb nicht fair ist, wo der Zugang nicht gewährleistet ist, wo es darum geht, zum Beispiel an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen, wo chinesische Unternehmen subventioniert werden, wo es gewisse staatliche Monopole gibt. Da kann man kaum in fairen Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen treten. Und ich denke, der große Unterschied ist nicht nur in China, sondern
chinesische Unternehmen, die auch auf dem Weltmarkt agieren, werden da eben auch zunehmend zu Konkurrenten. Und der Wettbewerb ist dann nicht immer unter fairen Bedingungen. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Und vielleicht nochmal diese Entflechtungsthematik anzusprechen. Und das zeigt nämlich auch von dem sehr schwierigen Umfeld für Unternehmen. Ich persönlich denke oder sehe keine Tendenzen davon, dass es eine wesentliche Entflechtung gibt. Also Entflechtung würde man, dann ist die Frage auch, wie man es definiert. Momentan sehe ich eher oder habe ich eher den Eindruck, dass Unternehmen, für die China wichtig ist, die dort eine Präsenz haben, verstärkt lokalisieren, um sich eben davor zu schützen, in diese Zwickmühle zu geraten, wenn es zu politischen Störfeuern kommt. So, und da ist dann wieder die Frage, wie gehen Unternehmen damit um? Was ist langfristig auch aus Unternehmenssicht strategisch klug? Es führt auch dazu, aus meiner Sicht, dass es einen gewissen Konkurrenzdruck unter den ausländischen Unternehmen gibt. So, man bedenke jetzt einfach mal, man ist ein Maschinenbauer, hochspezialisiert und man verlagert mehr Forschung und Entwicklung nach China. Man stellt kritische Komponenten in China her und verweist darauf, dass man kein geistiges Eigentum aus den USA benutzt und dass man sozusagen politisch da sauber ist und glatt aufgestellt ist. So, damit hat man aus chinesischer Sicht einen Wettbewerbsvorteil gegenüber vielleicht einem Unternehmen, das das nicht macht. So, also das sind, glaube ich, so alles so Dynamiken, die stattfinden, die aber, ja, weiß ich nicht, also ich denke, Entflechtung ist der falsche Begriff, wenn man dann wieder, das führt wieder dazu, dass man in dieses Entweder-Oder-Schema denkt. Und insofern bin ich davon kein Fan. Und wie gesagt, aktuell sehen wir eher Lokalisierungstendenzen, dass Unternehmen zumindest ihr chinesisches Geschäft durch verstärkte Lokalisierung versuchen abzusichern. Der Winfried Weber hat sich gemeldet. Winfried? Ja, ich wollte gerne noch bei Ihnen Ihre Einschätzung erfahren. Sie haben ja auch erwähnt, die Beispiele der deutschen erfolgreichen Wirtschaftsbeziehungen zu China, also die großen Automobilbauer sind in der Richtung natürlich mit Produktionsstandorten unterwegs. Der Großteil der Gewinne fährt man dort ein. Aber insbesondere wäre ja, sagen wir mal, auch für viele unserer Teilnehmer in unserer Runde interessant, wie dieser Mittelstand, der deutsche Mittelstand in China und natürlich auch die chinesischen Investitionen in Deutschland, wie die sich unterscheiden und wie das nach ihrer Einschätzung jetzt sich weiterentwickelt. Traditionell kann man ja sagen, viele, etwa 1500 mittelständische Unternehmen sind allein um die Region Shanghai herum mit Produktionsstandorten tätig. Das heißt also, man macht die Greenfield-Variante, geht dorthin, wo so die technologischen Cluster sind, entwickelt dort einen Standort und hat daraus die Möglichkeit, in den chinesischen Markt reinzukommen, sehr erfolgreich. Die chinesischen Investitionen in Deutschland sind ja eher anders gestrickt. Also das ist dann eher eine Akquisition. Also während 1500 deutsche Unternehmen, mittelständische Unternehmen in China, jetzt in der Region Shanghai allein sind, ist es andersrum fast nie der Fall. Also dass man als chinesisches Unternehmen hier einen Produktionsstandort aufbaut mit der eigenen Technologie und eher eine Akquisition tätigt. Also das allerdings auch noch nicht in einer riesigen Zahl, aber die klassischen Beispiele jetzt, was weiß ich, Putzmeister, Betonpumpen, die der chinesische Wettbewerber da den Deutschen gekauft hat. Wie sieht Sie aus Ihrer Sicht diese Investition, was die Direktinvestitionen anbelangt, wie sieht da Ihrer Einschätzung nach die Zukunft aus? Also werden wir weiterhin noch mehr Mittelständler deutsche Mittelständler in China sehen, mit welchen Niederlassungsstrategien und umgekehrt, wie sieht es für die Chinesischen in Deutschland aus? Ja, danke für die Frage. Da kann ich auch gleich ein bisschen Selbstwerbung machen. Wir haben dazu letzte Woche einen Bericht herausgegeben, der sich mit chinesischen Investitionen in Europa auseinandersetzt. So, und da ist zum Beispiel eine Erkenntnis, dass das Investitionsverhalten chinesischer Unternehmen auf einem 10-Jahres-Tief ist. Da gibt es jetzt, also in dieser Zeit sind wir in dieser Pandemiezeit gibt es so viele Störfaktoren, die damit reinspielen, dass es ein bisschen schwierig ist, das alles so zu interpretieren.
Sicherlich hat die Pandemie eine Rolle gespielt, aber eben auch die, wie ich es angesprochen habe, schon in dem Vortrag, die Investitionsprüfungsmechanismen, die verstärkt wurden in Europa, da sicherlich auch noch eine Rolle gespielt. Ich denke, wenn wir jetzt das Investitionsverhalten, vielleicht bleibe ich erstmal bei dem Thema, chinesische Unternehmen in China betrachten, ist Europa immer noch vergleichsweise offen. Wir werden weiterhin Unternehmen sehen, die von chinesischen Unternehmen aufgekauft werden. Gleichzeitig wird es Unternehmen oder werden diese Prüfvorgänge auch verstärkt werden. Aber das heißt nicht, dass jede chinesische Investition unmittelbar problematisch ist. Und ich denke, das wird sich zumindest jetzt von diesem 10-Jahres-Tief in den nächsten Jahren auch noch erholen. Ich glaube, weiterhin wird es der Fokus auch hier auf diese Aufkäufe oder Unternehmensaufkäufe liegen und weniger auf die sogenannten Greenfield Investments. Aber auch hier tut sich einiges und wir haben ja durchaus chinesische Unternehmen, die, man bedenkt jetzt hier S-Volt, Batteriehersteller, die auch Fertigung hier aufbauen. Also auch das wird aus meiner Sicht, ist es nicht ganz undenkbar, dass sowas nochmal gängiger sein wird, aber der Fokus wird durchaus sein, durch Aufkäufe hier Fuß zu fassen oder eben auch an Technologie zu kommen. Wenn es darum geht, Investitionen in deutsche Unternehmen, in China, nun, die Zahl, die ich noch damals bei der Deutschen Handelskammer hatte, waren es über 5.000 Unternehmen, die in China insgesamt tätig sind. Ich denke, also so viele Unternehmen, für die China jetzt relevant ist und noch keine Präsenz in China haben, wird es, glaube ich, nicht geben. Es geht, glaube ich, eher darum, dass die Unternehmen, die vor Ort sind, ihr Investitionsverhalten überdenken oder anders angehen. Und da spielt dann eben die Rolle Lokalisierung zum Beispiel ein Thema. Und aus meiner Sicht, aus meinen Beobachtungen momentan sehen wir ein noch weiterhin starkes Investitionsverhalten der deutschen Unternehmen. Es sind nicht nur die großen DAX-Unternehmen, sondern eben auch viele im mittelständischen Unternehmen, insbesondere im Maschinenbau, für die China wichtig ist und die versuchen dort ihre Kapazitäten aufzubauen und auch anhand von Lokalisierung ihre Position im Markt zu stärken. Gut. Ich habe im Chat zwei Fragen, die ich hier nochmal vorlesen möchte. Die eine Frage ist, wie ist der allgemeine Bildungsstand bzw. Standard, Abschlüsse etc. der chinesischen Bevölkerung, auch in den ländlicheren Gegenden im Vergleich zu anderen Ländern? Können Sie dazu was sagen? Ich bin kein Pädagoge, aber der Bildungsstandard in China ist massiv angestiegen. Wir haben auch dieses Jahr wieder, oder gibt es wieder Rekord-Universitätsabsolventen in China. Jetzt muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt da natürlich gravierende Qualitätsunterschiede. Aber soweit würde ich gehen. Bildungsstandard folgt da auch diesem ostasiatischen Entwicklungsmodell. Das ist ein klarer Fokus. Es wird massiv in Bildung investiert. Und der Bildungsstandard ist relativ hoch und nimmt noch eher zu, würde ich sagen. Eine zweite Frage noch aus dem Chat. Was können wir im Westen von China lernen? Nicht im Sinne von kopieren, wie Sie es ausgeführt haben, aber zum Beispiel sich von den Innovationen und dem Unternehmerspirit dort anregen und inspirieren lassen. Also was können wir von denen lernen? Ja, nun, das ist die Frage, wie man das betrachten möchte. Ich bringe da immer gerne den Vergleich. Man fragt ja auch hier, warum gibt es in Europa keine so wenige Softwareunternehmen und dergleichen. 2000 oder in den 2000ern oder Ende der 90er haben wir in die USA geguckt, Silicon Valley und gefragt, wieso gibt es hier kein Silicon Valley? Jetzt guckt man nach China, warum können wir das nicht? So, da muss man sich strukturelle Fragen stellen, warum das so ist. Die radikalen Innovationen waren nicht wirklich die Stärke oder sind nicht wirklich die Stärke in Deutschland. Es gibt diese inkrementellen Innovationen, wo man dann wiederum extrem stark ist. Ich glaube, man muss jetzt auch nicht alles über den Haufen werfen, sondern sich vielleicht auch einmal auf seine eigenen Stärken berufen. Nichtsdestotrotz kann man sicherlich von China was lernen und sich inspirieren lassen. Ich denke, von einem gewissen Hunger
auch was zu erreichen, kann man sich in China durchaus anstecken lassen. Und den vermisse ich hier manchmal. Den vermisse ich auch, wenn es darum geht, seitens der Politik Dinge schneller in Bewegung zu setzen, um auch ein Umfeld zu schaffen, in dem das Unternehmen oder in dem sich Unternehmen entfalten können und nicht erstmal, wir schaffen erstmal neue Regeln und Gesetze, bevor irgendwas passiert und Innovationskraft, die es auch in Deutschland und Europa gibt, die dann gleich im Keim erstickt wird. Also da kann man sicherlich nach China gucken und sich einiges angucken. Nochmal Anmerkung von mir. Das, was Sie darstellen, ist auf der einen Seite stellt sehr stark die zunehmende Wettbewerbsintensität dar. Das, was Sie jetzt gerade ansprechen, ist eine Schwäche oder wir halten im Moment nicht mit dem State-of-the-Art-Niveau in der Geschwindigkeit. Die Frage ist natürlich, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, in der Vergangenheit, Maschinenbau sind erfolgreich in China gewesen und die Automotive. Wir sind sehr, sehr stark technisch geprägt. Die Frage ist jetzt, wir sind damit in einem sehr starken Technologiewettlauf. Bringen wir diese Informationen rüber in die Gesellschaft? Weil es ist ja nicht die Politik alleine, es ist die volle Breite der Gesellschaft, die sich auf diese Fähigkeiten der Technologie besinnen muss. Denn wir sind im Technologiezeitalter. Und ich denke, dass, wenn man nach China guckt, die gesamten Dinge, 5G und all das, was Sie auch teilweise angesprochen haben, müssen wir doch wohl die Message mitnehmen, dass wir uns mehr um unsere Technologieentwicklung kümmern. Oder wie sehen Sie das? Nun, zumindest wenn es darum geht, die digitale Infrastruktur zu schaffen, die nötig ist für Unternehmen, sich in diesen neuen Technologien oder in diesem Technologiezeitalter auszutoben. So, ich denke, das sind Bereiche, in denen man, ich hatte es ja angesprochen, es gibt diese ganzen Schlagwörter, auch hier, ja, das Internet der Dinge und 5G und Smart Cities. Ich denke, da kann man oder liegt es auch in Europas Interesse, da Fakten zu schaffen und die digitale Infrastruktur zu schaffen, dass man in diesem Technologiezeitalter auch zeitgemäß leben kann. Ich meine, ich bin, wenn es darum geht, was den Mobilfunk generell hier anguckt in Europa, wie oft ich in Funklöchern bin und dergleichen, also passiert mir oder ist mir in China sehr selten passiert. Gut, ich gehe dann nochmal etwas mehr auf die Fragestellungen, die auch in dem Mentimeter drin sind und im Chat sind, ein. Das Thema CAI-Einkommen haben Sie schon angesprochen. Dann das Thema, die Frage ist, welche Rolle spielen die Amerikaner in diesem Gesamtgefilde? Wo sollten wir uns als Europäer hinbewegen? Hilft uns Europa als Deutsche? Und die zweite Frage dann, gehen wir eher über den transatlantischen Weg mit den Amerikanern zusammen oder sollten wir was Eigenes machen? Wie ist Ihre Einschätzung da? Ja, das ist sicherlich eine schwierige Frage. Aus meiner Sicht, denke ich, haben sich viele in Europa gefreut, als Biden die US-Präsidentschaft gewonnen hat, in der Hoffnung, dass es die transatlantischen Beziehungen stärken wird, auch im Umgang mit China vielleicht. Ich halte das für, ja, da sind vielleicht viele Chancen dabei, auf die man jetzt erstmal denken würde, aber ich halte das in der Hinsicht problematisch, denn die Rivalität zwischen den USA und China ist eine, in der Deutschland und auch Europa an sich nichts zu suchen haben. Das sind globale Großmächte oder eine Großmacht und eine sehr ambitioniert daran hinarbeitende Großmacht, findet alles in einer ganz anderen Komplexität statt. Und ich glaube, es ist, da gibt es divergierende Interessen bei allen Überlappungen und vermeintlichen Wertegemeinschaften mit den USA. Ich sehe da durchaus Grenzen. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren viel mehr Zeit damit verbracht, zu verstehen, ich hatte es auch schon angesprochen, wie Südkorea, Japan, auch Taiwan im Umgang mit China diesen Balanceakt hinbekommen. Die sind auch in einer ähnlichen Situation
oder zwischen den USA und, also dieser Dreiecksbeziehung auch zwischen den USA und China, und müssen das irgendwie hinbekommen. Und aus meiner Sicht sind diese Länder ja Dekaden oder zumindest eine Dekade weiter, was diese Implikationen angeht, und stellen sich da auch anders drauf ein. Ich glaube, Europa sollte verstärkt auch mehr in diese Richtung blicken, um ja den Umgang mit China oder mit dem Umgang mit den Großmächten irgendwie navigieren zu können. Sonst gerät man mich da zunehmend in die Bedrohung und ja, wird politischen Druck ausgesetzt oder auch wirtschaftlichen Druck ausgesetzt. Das kann aus meiner Sicht nicht förderlich sein. Aber vielleicht ein ganz wesentlicher Punkt im Umgang mit Europa ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, mit einer Stimme zu reden und auch eine China-Politik zu haben. Denn da ist Deutschland als einzelnes Land sehr schlecht aufgestellt. Und jedes andere europäische Mitgliedsland ist auch nicht gut beraten, zu versuchen, sich da mit China alleine auseinanderzusetzen. Gut, danke. Dann der Ansatz Wandel durch Handel wird zunehmend, steht hier in der öffentlichen Diskussion diskreditiert. Wie können sich Unternehmen hier positionieren? Der Ansatz Wandel durch Handel durchzieht ja den Erfolg der Globalisierung. Und wir kommen ja hier können in ein Ungleichgewicht reinkommen mit diesem Thema der Entflechtung. Sie hatten das Thema der Entflechtung etwas weniger kritisch dargestellt, als man das teilweise in der amerikanischen Presse entnimmt. Also ich muss sagen, ich war noch nie ein großer Fan von Wandel durch Handel oder zumindest den Begriff Wandel durch Handel. Aus meiner Sicht, ich hoffe, ich trete da niemandem zu nah, ist das ein Begriff, in dem man sich auch vieles schönredet vielleicht? Und es entspricht nicht wirklich den Realitäten. Und es spricht ja nichts dagegen, auch mit Ländern wirtschaftlich in Kontakt zu treten oder Wirtschaftsbeziehungen mit Ländern zu pflegen, indem es auch systemische Unterschiede gibt. Aber zu denken, dass man dieses Land dann ändern wird, ist ein bisschen fragwürdig. Und vielleicht mag das in einem kleinen Land der Fall sein, aber im Fall von China, das mit einem ganz anderen Selbstverständnis auch in der Welt steht, ist das völlig absurd, wirklich daran zu denken. Und ich glaube, im Zusammenhang, also Wandel durch Handel, zu glauben, dass man China da massiv ändern wird, ja, ist nicht sonderlich realistisch. China hat schon seit seinem oder sein der gesamte Öffnungsprozess Chinas war immer sehr vorsichtig, sehr graduell. Man hat gewisse Elemente aufgenommen, aber das dann eben, wie ich es angesprochen habe, im chinesischen Kontext internalisiert. Und dann ist die Frage, wie definiert man Wandel durch Handel? Ist es also, was ist die Bandbreite? Wie viel muss man sich wandeln, dass es adäquat ist? Also ich denke, ich würde diesen Begriff im Umgang mit China nicht verwenden. Sie hatten jetzt gerade Südkorea und ähnliche und vergleichbar genannt ein paar Mal. Wie schätzen Sie denn da das RCEP-Abkommen ein? Daraus würde gerne ein ganz neuer Wirtschaftsraum entstehen. Und wie verändert das die Situation für Deutschland und Europa oder für die Unternehmen in Deutschland und Europa? Ja, also das regionale Abkommen, Handelsabkommen in Asien, muss man, glaube ich, auch erstmal vorwegstellen, dass es nicht auf Initiative Chinas entstanden. Also erstmal, das, glaube ich, ist auch wichtig, erstmal zu verstehen. Auch für das europäische Verständnis, denke ich, ist es auch relevant zu sehen, dass es ein weit weniger ambitioniertes Handelsabkommen ist, als es etwa die EU mit anderen Ländern haben würde. Das heißt auch, die Reduzierung oder der Abbau von Zöllen ziehen sich über auch einen sehr langen Zeitraum hin. Und ich will es gar nicht schlecht reden, das Abkommen. Es ist von der Größe und der Tragweite sicherlich signifikant. Die Frage ist jetzt, was hat das oder welche Rolle oder Auswirkungen hat das für Europa, für Deutschland? Nun, für Unternehmen, die aus Deutschland heraus mit japanischen und südkoreanischen Unternehmen vielleicht in Konkurrenz treten und
von Deutschland aus oder Europa aus exportieren, die sind gewissen oder die sind dann in einer schlechteren Ausgangsposition. Das keine Frage. Wiederum Unternehmen, die vielleicht schon in China oder anderswo in Asien eine Präsenz haben und von dort dann heraus die Märkte bedienen können, können ja dann auch wiederum davon teilnehmen. Also da kommt es auch an, wie man den asiatischen Markt bedient, inwiefern man das dann noch als einen Vorteil oder einen Nachteil sieht. Das heißt, die Unternehmen müssen sich auf sich damit beschäftigen, so verstehe ich das. Denn wenn ich mal in die internationale Welt gucke, gibt es auch andere Länder, die Local-Content-Anforderungen und vergleichbare Dinge haben. Und letztendlich liegt der Erfolg da drin, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Jetzt gehe ich noch mal in den Chat, da kam die Frage jetzt, können Sie das Selbstverständnis Chinas noch etwas ausformulieren? Nun, ich würde das Selbstverständnis Chinas jetzt erstmal so definieren, also auch sehr vereinfacht, aber eben von diesem Grundgedanken geleitet, wieder eine führende Nation zu werden. Wirtschaftlich, technologisch und diese Aufbruchsstimmung ist, denke ich, sehr stark ausgeprägt und ein sehr starker Antreiber auch für die aktuelle Entwicklung in China. Und dieses Selbstverständnis kommt auch von einem gewissen Stolz, wie China durch die diversen Krisen gekommen ist, wie stabil das Land in vielerlei Hinsicht ist, was den Zustand der Infrastruktur angeht. Und ich denke, das trägt alles dazu bei, dass sich das oder auch die Selbstreflexion auf China oder auch die Ansichten auf den Westen stark verändert haben. Also auch die Anziehungskraft des Westens für einen großen Teil der chinesischen Bevölkerung halte ich für aktuell weitaus weniger stark, als es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren war. Ich lese jetzt mal eine ketzerische Frage vor, die hier genannt ist. Also ketzerische Frage, sind wir technologisch wirklich noch so stark, in Klammern auch industriell, infrastrukturell, dass wir von unseren Stärken so sprechen können? Ich habe immer mehr Zweifel, siehe statistische Tendenzen, etatistische Tendenzen, Verlust der marktwirtschaftlichen Dynamik, Bildungsmisere. Sind wir wirklich noch so, in Klammern ökonomisch, technisch stark und attraktiv für China oder überschätzen wir uns hier oder liege ich hier hoffentlich falsch? Ist jetzt ein Statement oder eine ketzerische Frage? Nun, ich würde es relativ nüchtern sehen und ich habe ja auch zum Ende meines Vortrags gesagt, es geht darum, sich an die eigene Nase zu fassen und sich dem Wettbewerb zu stellen und den Herausforderungen zu stellen. Wir haben unsere eigenen Herausforderungen, gar keine Fragen, die man angehen muss, um auch in einer stärkeren Position im Umgang mit China zu sein. Keine Frage. Allerdings tue ich mir auch schwer mit diesem Narrativ, das sich sehr stark etabliert, auch in der Diskussion, dass China uns jetzt alle überholt hat. Und ich weiß nicht, wie viel Gespräche ich geführt habe, wenn irgendjemand einmal in Shanghai war und dann erzählt, wow, wie toll da alles ist und die sind ja viel weiter und. China ist auch ein großes und komplexes Land und da gibt es auch ganz andere Ecken. Und einzelne Standorte reflektieren nicht das ganze Land. Und auch wenn man sich hier die gegenseitigen Abhängigkeiten anguckt, und wir haben auch dazu auch auf unserer Webseite abrufbar Ende letzten Jahres eine Studie rausgegeben, was die gegenseitigen Abhängigkeiten sind. Und in Bereichen vielleicht diesen langweiligen technologischen Bereichen wie Maschinenbau oder eben einzelne Komponenten, die nötig sind, um komplexe Produktionsprozesse herzustellen, ist Deutschland noch in einer führenden Position und China extrem abhängig. China ist sehr stark in der Anwendung von neuen Technologien, aber in der Grundlagenforschung oder eben auch in den fundamentalen Technologien hat China noch massive Probleme. Und das kommt ja auch von irgendwo her. Das kommt auch von einem Bildungsstand, das kommt auch von der Innovationskraft. Und ich denke, zu sagen, dass wir China technologisch unterlegen sind, ist ein falsches Selbstverständnis und auch nicht förderlich im Umgang mit China.
Das ließe ja den Schluss nahe, dass es an uns liegt, was wir daraus machen. Ich hänge so ein bisschen in diesem Thema auf der einen Seite, auf der politischen Seite die richtige Diplomatie finden. So habe ich es ein bisschen wahrgenommen. Und auf der anderen Seite aus dem Unternehmen heraus Chancen-Risiken-Analysen zu machen. Auch wenn Sie die langfristigen Themen des RCEP-Abkommens und diese Dinge angucken, auch China 2025 ist nichts Neues, ist es natürlich die Frage, wie beschäftigen sich die Unternehmen damit und wie stellen sie sich dieser Situation? Wobei ich jetzt wieder sage, das ist in anderen Ländern gibt es Local Content und vergleichbare Anforderungen. Es ist noch ein Thema, ist dieses Thema mit dem Datenschutz, was immer wieder angeführt wird, wo sehr, sehr gefährlich ist, auch aufgrund der Restriktionen, die ja teilweise bezogen auf einzelne Anwendungen in China herrschen. Wie schätzen Sie das denn ein? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, also Thema Datenschutz. Auch da gibt es neue Regulierungen in China, die den Datenverkehr auch reglementieren. Das sind dann eher Tendenzen, die auf eine gewisse Entkopplung, oder was heißt Entkopplung, ist vielleicht auch da der falsche Begriff, aber die dazu führen, dass es verschiedene Tech-Sphären gibt. Einige im chinesischen Kontext und andere eben im europäischen oder amerikanischen, wie auch immer. Und das ist eben auch ein Grund, dass diese Lokalisierungstendenzen von ausländischen Unternehmen in China noch eher verstärkt werden. Denn um weiterhin im chinesischen Markt tätig zu sein, muss man sich diesen Regeln unterwerfen oder die sich denen annehmen, was man in jedem lokalen Markt in irgendeiner Form machen muss. Aber es hat eben dann Auswirkungen, dass zum Beispiel der internationale Datenverkehr eingeschränkt ist oder mit der Konsequenz auch ist, dass man vielleicht unternehmensspezifische Informationen vielleicht nicht so sensibel beschützen kann, wie man das anderweitig gerne hätte. Also das sind so, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig die Risikobewertung der Unternehmen ist im Umgang mit China. Es ist sehr komplex, es tut sich an vielen Fronten etwas, dass es ja sicherlich in der nächsten Zeit eine der Kernaufgaben von den Strategieabteilungen von Unternehmen ist, sich mit einer adäquaten Risikobewertung auseinanderzusetzen, um dann eben auch eine richtige Strategie zu finden. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist dabei, es ist wiederum sehr individuell und unternehmensspezifisch, aber es gibt durchaus manchmal, man muss sich bewusst sein, inwiefern man den politischen Risiken von der chinesischen Seite, aber eben auch von zunehmend von europäischer oder eben amerikanischer Seite ausgesetzt sind. Also diese, man weiß ja gar nicht, wo man gerade hingucken soll. Denn eins ist auch wichtig, wir hören davon, China wächst sehr stark oder ist sehr stark gewachsen. Es ist aber auch für deutsche Unternehmen nicht der wichtigste Markt, oder nicht zwingend der alleinstehend wichtigste Markt. Für die meisten deutschen Unternehmen ist weiterhin ja erstmal der EU-Markt fundamental wichtig. Auch die USA sind ein wichtiger Markt. Und klar, China ist wichtig, aber man möchte nicht in der Situation sein, dass man sich zwischen einer dieser drei Märkten entscheiden muss. Und wenn man sich dann zum Spielball macht davon, in der Angst, dass man einen Markt verliert, dann, glaube ich, trifft man vielleicht falsche Entscheidungen. Also das ist so diese Problematik, die sich Unternehmen stellen müssen. Aber Herr Zengler, da möchte ich nochmal darauf einhaken, weil das ist mir noch zu diffus. Sie haben auch von der Balance gesprochen, die Unternehmen bei ihrem Engagement in China finden müssen. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich sage, ich habe eine gute Möglichkeit, am Wachstum in China teilzuhaben und dort Umsatz zu erzeugen. Und den müsste ich jetzt quasi in weiser Voraussicht, sagen wir mal, einbremsen, weil dort vielleicht technologische Entwicklungen stattfinden, die mir dann selbst das Wasser wieder abgraben. Also man denke ja nur an das Beispiel Solarzellen oder der Kauf von KUKA, ja, die dann den Markt selbst entwickeln und, sagen wir mal, das Thema Seidenstraße und die Zukunftsländer im asiatischen und afrikanischen Raum –
wie Sie richtig gesagt haben, dann werden wir uns dort an den Ländern, in den Drittländern als Wettbewerber wiederfinden mit dem Know-how, das wir jetzt über 10 Jahre dort in China entwickelt haben. Und da kann ich mir nicht richtig vorstellen, wie ein Unternehmen das adäquat abbilden soll, weil den Vorstandsvorsitzenden, der sagt, ich habe den Vortrag von Herrn Zenglein gehört und wir haben jetzt mal eine Risikoanalyse gemacht und jetzt muss ich euch leider mitteilen, dass wir 10% unseres Umsatzes abkündigen, weil uns das technologisch zu heiß ist, das sehe ich. Also brauchen wir da nicht eher einen strategiepolitischen Ansatz oder wollen wir das wirklich den Marktkräften überlassen? Also gestern bei der Veranstaltung hieß es auch, wir brauchen eine aktive Wirtschaftspolitik. Also da brauche ich noch ein bisschen Nachhilfe, wie Unternehmen das bewerkstelligen sollen. Ja, also ich wünschte, ich hätte auch die Zauberformel davon. Ich habe es, glaube ich, auch schon häufiger heute gesagt, es kommt wirklich auch aufs Unternehmen drauf an. Und aber ein wichtiger Aspekt ist, weil Sie jetzt auch gerade gesagt haben, man müsste dann, oh, das Unternehmen müsste dann auf die 10% oder was auch immer verzichten. Es ist keine Entweder-Oder-Frage. So, aber es ist eben auch eine Frage, wie man den Markt betrachtet und was man dort erreichen möchte. Und es kommt auch darauf an, inwiefern es ein Bereich ist, in dem man merkt, chinesische Unternehmen beginnen, jemanden zu verdrängen. So, und das kommt dann auch aufs Unternehmen drauf an. Ich war auch schon bei Unternehmen, wo es dann hieß, Cash-Cows aus den letzten Jahren brechen weg, ganz schnell. Dann habe ich mir den Bereich angeguckt und es war ziemlich klar, das war ein Teil, wo eine massive Fokus der Industriepolitik drauf lag. So, das heißt, man muss verstehen, wo die Prioritäten der chinesischen Wirtschaftspolitik liegen, wie der chinesische Wettbewerb aufgestellt ist und welche Rolle man als Unternehmen in diesem Markt hat. Und wenn man mit dem Selbstverständnis hingeht, wir sind technologisch führend und wir verkaufen das nur an die Chinesen und es geht alles so gut weiter, dann ist man falsch aufgestellt. Gleichzeitig ist man falsch aufgestellt, wenn man jetzt sagt, oh, wir müssen jetzt noch mehr lokalisieren und auch die sensibelsten Teile jetzt in China erforschen und aufbauen. Auch da würde ich sagen, ist man mittelfristig ganz schlecht aufgestellt. Denn dann sichert man sich vielleicht diese 10% vom Markt. Aber dann muss man damit rechnen, dass chinesische Unternehmen ganz schnell aufschließen und dann erst in China und dann auf den Weltmarkt verdrängen. Also insofern, das wäre jetzt meine Antwort. Ich hoffe, das hat ein bisschen dazu geholfen, das aufzulösen. Ja, heißt das, dass nichts ist unmöglich, hätte ich jetzt mal gesagt, ist ja eine Seite. Es wird aber auf jeden Fall für die Unternehmer wesentlich komplexer. Das heißt, sie müssen mit sehr großer oder hoher Sensibilität wahrnehmen, was beim Kunden passiert, wenn es ein chinesischer Kunde ist, und wie sich das Umfeld verändert, um dann rechtzeitig und frühzeitig die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Schlüsse können entweder sein, ich muss technologisch besser werden, weil ein inländischer Wettbewerb in China hochkommt, oder der andere Punkt kann auch sein, sich zurückzuziehen in manchen Elementen. Es kann auch sein, zur Kenntnis zu nehmen, dass irgendwo unfair gespielt wurde. Ja, so in etwa stellt sich mir das dar. Passt das so? Oder? Ja, in etwa geht es so in die Richtung. Es heißt, ich denke, wir sind momentan in einer Phase der globalen Arbeitsteilung auch, die zumindest die von uns Aktiven in der Form keiner kennt. Und man ist groß geworden ja mit der Globalisierung. Ja, ich selbst bin seit das erste Mal 2005 nach China gegangen. Da war hat man auch als Unternehmen an diesem massiven Wachstum teilgenommen. Und das prägt natürlich auch einen im Umgang mit China. Und jetzt sind wir in diesem Umbruch, wo man mit einem selbstbewussteren, technologisch weiterentwickelten, aber auch weiterhin massiv motivierten und ambitionierten China umgehen muss. Und es ist nicht diese in allen Bereichen diese gern formulierte Win-Win-Situation. Es sollte ein
ein Weckruf sein, auch im Umgang mit China. Und ich kann nur noch mal mich wiederholen, weil es ist ja unser Tagesgeschäft, sich damit auseinanderzusetzen, was in der chinesischen Wirtschaftspolitik passiert, was die Industriepolitik ist. Und da gibt es solche Themen wie Made in China 2025. So dieses Wort kommt überhaupt nicht mehr vor aktuell in der Industriepolitik. Aber es gibt in anderen Bereichen ganz spezifische Maßnahmen, die eingeläutet werden und dann auch umgesetzt werden kann. So, und für Unternehmen ist es essentiell zu verstehen, wo sind die Prioritäten, wie verändert sich das Marktumfeld und wie kann ich dazu beitragen oder wie kann ich mein Geschäftsmodell in China weiterhin verteidigen. Und ich glaube, es ist möglich. Und die falsche Entscheidung wäre, wie gesagt, voll auf den Markt zu setzen, alles nach China zu bringen. Genauso falsch wäre es eben, aus dem chinesischen Markt zurückzuziehen. Und ich denke, mit klugen Strategien kann man auch in China hin, auch in diesem komplexen Umfeld, sich durchaus gut schlagen. Und am Ende ist es vielleicht auch gut fürs Unternehmen in einer gewissen Hinsicht. Also es ist ganz schwer, hier zu verallgemeinern bei den Sachen, aber diese Risikobewertung und die strategische Ausrichtung im Markt ist wichtiger und hat nichts mit dem China-Modell zu tun, das Unternehmen vielleicht vor 10 Jahren hatten in China. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Knackpunkt, mit dem sich einige Unternehmen vielleicht schwer tun, die vielleicht auch damit aufgewachsen sind oder ihre Karriere gemacht haben in China und jetzt sich auf ein neues China einstellen können und vielleicht das Land gar nicht mehr so gut kennen, wie sie es eigentlich kennen müssten. Dazu passt ein Kommentar im Chat. Während ich in Hongkong gelebt habe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Hongkong-Chinesen ebenso wie Mainland-Chinesen speziell im Konsumgüter-, Luxusgütersegment lieber Made in Europe kaufen wollen und eben nicht Made in China. Warum lassen wir Europäer diesen Zug bloß vorbeifahren? Das ist so ein bisschen in das Thema natürlich rein. Es gibt ja einige auch, die sich sehr stark schon aufs Premium-Segment verlegen, was dann sehr stark natürlich dort, wo man Vorteile hat, wenn man so will. Das ist, ja, würde in dieses Thema reinpassen. Jetzt ist das Stichwort Hongkong. Sehen Sie gleiche Gefahren für Taiwan? Kann da nochmal irgendetwas etwas heftiger werden? Oder weil die Amerikaner sehen ja eine ziemlich starke militärische Bedrohung, spielen die auch immer wieder hoch. Haben Sie dazu eine Einschätzung? Kann ich in der Form nicht einschätzen. Ist sicherlich ein heißes Pflaster. Und für alle Parteien mit hohen Risiken betroffen oder verbunden. Und es kommt darauf an, wie sich die Situation natürlich entwickelt. Ich persönlich halte es für eher unwahrscheinlich, dass es da zu einem, ich weiß jetzt, kommt darauf an, wovon redet man jetzt, von einer Einnahme Taiwans. Ich bin jetzt da kein Militärstratege, aber ich glaube, das ist auch einfacher gesagt als letztendlich getan. Kommt darauf an, wie sich das geopolitische Umfeld vermutlich verändert, aber es ist nichts, womit ich mich jetzt sonderlich beschäftige. Das wäre auf jeden Fall ein Game Changer, wenn das passieren würde. Die Seidenstraße ist vorhin kurz als Stichwort gefallen. Da gibt es ja einige Geschichten in der Richtung, dass Piräus den Chinesen gehört. Auf der anderen Seite geht es bis in den Duisburger Hafen. Jetzt kann man die auch in beide Richtungen verwenden. Wie sehen Sie denn das mit der Seidenstraße? Werden wir da, ist das eine Chance oder ist das ein Risiko für uns? Wie schätzt ihr das ein? Also auch hier, ich bin kein Fan von dem Begriff der Seidenstraße, denn das suggeriert, dass es ein wohl durchdachtes Konzept ist. Ich sehe das eher als Teil Chinas Präsenz global zu stärken, wirtschaftlich aktiver zu werden. Das ist eine Realität, mit der man sich, auf die man sich einstellen muss, einfach auch in Betracht der Größe der chinesischen Wirtschaft. Und es ist letztendlich ein Sammelsurium von extrem individuellen Projekten, die komplett anders aufgestellt sind und auch da nicht unbedingt einem Muster verfolgen. Und auch da zu sagen, und ich stelle mir da immer die Frage, was heißt es denn, daran teilzunehmen, also jetzt aus europäischer Sicht? Also
Das wäre jetzt erstmal meine Frage. Momentan die Projekte, die von China in der Welt gemacht werden, werden von China selbst gemacht und sind nicht unbedingt auf eine internationale Kooperation aus, sondern sind eher der Kooperationsteil ist dann vielleicht der als Destination, wo sowas stattfindet. Also ich denke, das ist ehrlich gesagt keine Entscheidung, mit der sich Europa wirklich befassen muss. Mhm. Günther, du hast dich gemeldet. Ja, danke. In dem Fall, weil ich das schwierig in den Chat reinschreiben kann. Also ich bin seit 1994 in China unterwegs und gerade 94, 95 war eine signifikante Änderung, gerade im Bereich Joint Venture. Wir haben damals sehr, sehr intensiv darüber nachgedacht, ein Joint Venture zu gründen. Und bei allen Ausführungen, die ich fast komplett unterstreichen kann, die heute schon gesagt worden sind, habe ich eine Erfahrung gemacht. Und interessanterweise hat sich die aus meiner Sicht, und ich weiß nicht, ich bin jetzt sicher schon 70 Mal in China unterwegs gewesen, wir haben eine Firma dort, alles, habe ich eigentlich eine Thematik hat sich nicht verändert. Damals gab es einen geflügelten Witz, das ist nämlich das Joint Venture. Und da geht es darum, dass eine Henne und ein Schwein sich überlegen, wir machen ein Joint Venture. Ja, und dieses Joint Venture heißt, die Europäer und die Amerikaner, die essen gern Ham and Eggs. Ja, und da sagt das Schwein, Mensch, das ist eine super Idee. Da machen wir doch mal ein Joint Venture draus. Da sagt es die Huhn, ja super, das Huhn ist in dem Fall der Chinese, sagt, das ist eine super Idee, das machen wir jetzt, ich liefere die Eier, was lieferst denn du? Ja, Ham and Eggs, oder muss ich ja den Schinken liefern? Ja, was passiert denn dann da? Ja, da werde ich ja geschlachtet. Und da sagt die Henne, ja, das ist doch der Sinn des Joint Ventures. Und diese Logik hat sich nicht verändert. Es ist ein bisschen lustig gemacht, ja, aber es hat sich nicht verändert. Die Chinesen aus meiner Sicht, und ich habe viele Freunde dort, haben ein ganz klares Interesse, China first, genauso wie American first. Und die wollen Technologie, und das haben sie in vielen Bereichen, der Oliver hat es gerade vorhin schon angesprochen, wir selber haben es leider auch erfahren müssen, in der Solartechnik, wo wir einen ganzen Geschäftszweig eingestellt haben, weil sie in der Zwischenzeit alles kopiert haben und auch verbessert haben. Also es ist nicht so, dass das alles schlechter ist oder nur Gochao und nur gerade gut genug, alles nicht. Sondern es ist ähnlich, wie das vielleicht früher, das kann ich weniger beschreiben, weil ich da nicht gearbeitet habe, aber mit Japan zu sehen. Und China hat eine wahnsinnige Power in der Richtung und man darf das nicht unterschätzen. Wir haben noch ein Riesenglück, dass wir viel ganzheitlicher denken und auch ausbilden, als vielleicht das an chinesischen Schulen bisher gemacht wird, weil das einfach durch den Konfuzianismus noch sehr viel kulturelle Hintergründe hat, wo sehr viele Einzelheiten und auswendig lernen und sonstige Sachen Dinge spielen. Also wir stellen fest in unserem Umfeld, dass wir hervorragende Leute haben, gar keine Frage, aber das systemische und ganzheitliche Angehen von Problemen tun sich chinesische Mitarbeiter in der Regel noch ein bisschen schwerer als vielleicht jetzt in dem Fall, muss ich sagen, deutsche Mitarbeiter, weil die einfach im Deutschen, wir bilden da anders aus. Wenn du einem chinesischen Schüler sagst, ich möchte du musst jetzt das Excel-Sheet auswendig lernen, dann lernt er das auswendig. Der stellt da keine Frage drüber. Wenn du das einem deutschen Schüler sagst, musst du ihm erst erklären, warum. Also das Periodensystem muss ich ihm vorher, warum er das lernen muss. Sonst lernt er das nicht, weil Individualismus war ein Ding. Das heißt, aber das ändert sich alles. Das ist so viel Kraft in diesem Land, dass wir da wirklich aufpassen müssen. Und vorhin ist es mit Hunger und mit anderen, das ist einfach Bedürfnis. Wir sind von der Maslow'schen Struktur noch ein gutes Stück weit gesamtchinesisch hinter uns. Und wir sind schon in der Sättigungsphase. Wir haben nur noch Konsumgenerationen die letzten 30 Jahre aufgezogen. Von Bedarfsgenerationen reden wir gar nicht mehr. Und in vielen Bereichen nicht falsch verstehen, aber in China ist noch sehr viel Bedarf. Das wollte ich einfach mal so loswerden, weil das konnte ich nicht in den Chat schreiben. Heißt das, da besteht eine gesellschaftliche Aufgabe? Ja, genau. Aber nicht, wir sollten uns nicht hinstellen und glauben, dass wir hier so die Besserwisser sind oder sonst irgendwas, sondern wir arbeiten sehr intensiv auch mit unseren asiatischen und chinesischen Kollegen zusammen. In dem Fall sage ich absichtlich asiatischen Kollegen, weil es nicht alles Asiaten, nicht alles Chinesen sind und auch nicht jeder Chinese im Norden ist, wie bei uns auch. Und im Süden, das sind vollkommen zum Teil auch unterschiedlich agierende Menschen. Die haben andere kulturelle Hintergründe zum Teil, aber wir sind da sehr erfolgreich.
Aber Fakt ist, wir sind uns auch im Klaren, dass über langfristig, wenn du deine Technologien dort reingibst, dann bist du das Schwein. Du bist nicht die Henne in dem Joint Venture. Das ist ganz einfach. Es sei denn, man hat schon wieder was Neues gefunden, oder? Ja, genau. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir machen so viel Innovation, dass wir immer dass die Einstiegshürde, um das zu schaffen, immer so hoch ist, dass du im Prinzip nicht nachkommst. Aber Fakt ist, einzelne unserer Produkte werden heute auch schon, ist die Einstiegshürde halt viel geringer. Und damit haben wir heute chinesische Konkurrenz, die wir vor 5 Jahren noch nicht mal oder 6 Jahren noch gar nicht mal gesehen haben. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ich hatte gerade noch eine gesehen, ist aber jetzt nicht mehr da. Na, das hätte Beifall ausdrücken sollen, weil ich das einen hervorragenden Input gerade fand und wollte eigentlich klatschen. Sorry, Also ist mir super, wir Hand klatschen. geworden. Ja, prima. Winfried, noch mal kurze Frage an dich dann in dem Gesamtumfang. Wir sind jetzt gerade auf das Thema Gesellschaft gekommen. Das hat ja viel mit gesellschaftlichem Bewusstsein zu tun. Auch das, was der Herr Zengler dargestellt hat, geht ja auch in die Richtung, es liegt sehr vieles an uns. Jawohl, die Rahmenbedingungen sind schlecht, oder sagen wir schlecht, aber sind schwierig, sie sind komplex. Zwar, so habe ich es jetzt verstanden, ist auf der einen Seite politisch ein hohes Maß an Diplomatie notwendig, um die Gratwanderung zwischen Menschenrechten und Absatz hinzukriegen. Und auf der anderen Seite die Gratwanderung im Unternehmen zwischen Chance und Risiko, die Richtung zu finden. So sehe ich jetzt mal. Dann jetzt das, was der Günther Schindler sagte. Es ist auch eine Frage der Gesellschaft. Wie stehen wir denn als Gesellschaft da? Wie entwickeln wir uns weiter? Jetzt frage ich dich einfach mal als Spezialist dazu. Was ist deine Überlegung dazu oder dein Eindruck? Ja, ich würde auch wie Herr Zenglein das nicht mit so einem Entweder-Oder sehen. Ich denke, ich sag mal, das, was wir auch schon diskutiert haben, der Hunger, der fehlt uns als Gesellschaft und auch den nachfolgenden Generationen, zumindest für im Vergleich zu ostasiatischen Ländern. Ich habe auch mit Studierenden aus diesen Ländern zu tun. Sehr viel, ich mache regelmäßig mit südkoreanischen Studierenden, seltener mit japanischen, aber auch manchmal mit chinesischen Studierenden Projekte. Und der Hunger ist schon faszinierend, auf jeden Fall. Und ich sage mal so, und es gibt mal eine schöne, ich glaube, das würde jetzt eine weitere Diskussion eröffnen, aber wir müssen uns als Gesellschaft in Deutschland und Europa natürlich auch die Frage stellen, die ein chinesischer Journalist mal bei unserer Kanzlerin vor in mittlerweile 6 oder 7 Jahren gestellt hat. Kann man in Europa nur noch Wahlen gewinnen, wenn man gemeinwohlorientierte Dinge in unserer Gesellschaft verspricht, die man eigentlich nicht finanzieren kann. Diese Frage ist ziemlich hart, und sie trifft aber doch ein Stück weit auch den Kern ich bin Vertreter des Gemeinwohls, gar keine Frage. Und natürlich brauchen wir auch nicht nur Freiheit, sondern auch Gleichheit und Gerechtigkeit. Aber ich sag mal, wir sind 7% der Weltbevölkerung sind Europäer. 25% des globalen Bruttoinlandsprodukts generieren wir in Europa. Und wir geben 50% aller weltweit ausgegebenen Sozialkosten aus, also für das ganze hochentwickelte Sozialsystem in Deutschland und in Europa. Und an dem Punkt stecken wir natürlich vor einer Frage, wie wir einerseits dieses hohe Niveau von Bildungsgerechtigkeit, hoffentlich noch mehr sozialer Gerechtigkeit aufrechterhalten können in diesem brutalen Wettbewerb letztendlich auch der Systeme, die in der Richtung, wie wir in manchen Systemen, gerade Richtung Osten, nicht aufrechterhalten werden können wahrscheinlich, ne? Also das sind gerade was diese Gemeinwohlfragen anbelangt, glaube ich, stehen wir auch vor der Frage des Selbstverständnisses unserer Kultur. Wir können es uns derzeit noch leisten, gar keine Frage, aber können wir es auch in Zukunft leisten und nicht noch leisten? Und wenn wir es nie uns leisten können, wo setzen wir letztendlich die Ressourcen unseres Landes auch ein, um in diesem Wettbewerb bestehen zu können? Ich glaube, das ist eigentlich eine Frage, vor der wir uns ein bisschen drücken auch, wo wir sicherlich auch in China unglaublich viele Schattenseiten des dortigen Gerechtigkeitssystems sehen. Also natürlich ist der Küstenstreifen des Landes gut ausgestattet und der Rest des Landes, was soziale Fragen anbelangt, in einer katastrophalen Situation teilweise. Und von daher, alle Länder haben ihre Hausaufgaben noch richtig vor sich, glaube ich. Das ist so mein kurzes Statement. Also
die Herausforderungen werden nicht weniger. Ich denke mal fast, das ist ein gutes Abschlusswort. Wir sind bei 19:43 Uhr. 19:45 Uhr hatten wir uns vorgenommen, Herr Zecklein. Ich sage mal, besten Dank. Wirklich klasse gemacht, auch inhaltlich, wie Sie uns mit den Herausforderungen konfrontiert haben und nicht uns etwas bereits Fertiges serviert haben. Und dafür sage ich mal Dankeschön. Ich denke mal, das ist auch ein Beifall von allen wert. Besten Dank. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, danke gleichfalls Ihnen auch. Danke gleichfalls. Und weiter dann viel Erfolg. Vielen Dank.